Warst du mit Laura Lotte zum Weihnachtsmarkt? Ja. Und, wie war's? War schön. Weil erst hast du doch gesagt, das wäre nicht so dein Bedürfnis, dahin zu gehen, ne? Ja, als sie mich gefragt hat, Leute, da habe ich ihn nicht reingespürt und habe festgestellt, mein Bedürfnis nach Autonomie ist größer als das Bedürfnis, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Was meinst du mit Autonomie? Ja, ich wollte selber über meine Zeit bestimmen und vor allem habe ich so das Gefühl, da sind viel zu viele Menschen auf dem Weihnachtsmarkt. Was dann passiert? Dann hat Laura Lotte zu mir gesagt, dass sie eine schöne Zweisamkeit dort verbringen und eine heiße Schokolade trinken und uns abseits hinstellen, da wo nicht so viel los ist. Ja, und dann? Dann hat sich mein Bedürfnis verschoben. Aha, dein Bedürfnis hat sich verschoben. Ja, von Autonomie hin dazu, ein Teil ihres Lebens zu sein. Aha, das ist also auch eins deiner Bedürfnisse. Ja, nach Zweisamkeit und Teil ihres Lebens zu sein. Und da sich mein Bedürfnis verschoben hat, bin ich dann zusammen mit ihr hingegangen. Aha. Ja, das wäre anders gewesen, wenn sich mein Bedürfnis nicht verschoben hätte und ich nur mitgegangen wäre, um nett zu sein. Das wäre ein Kompromiss, ein fauler Kompromiss gewesen. Das ist nicht gut. Ja, aber so war es schön. Ja, ist doch gut mit der GfK, ne? Gute Idee, Namaste.